Frage. Guten Abend zusammen. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Präsenz ist schon da. Krankenwagen. Krankenwagen? Was meinen Sie mit Krankenwagen? Können Sie mir das eventuell verraten? Einen wunderschönen guten Abend an alle. Wir haben heute spontan entschieden, mal eine paranormale Untersuchung zu machen. Weg. Weg. Ja, hinter uns ist ein Weg. Sind Sie gerade auf dem Weg? Oder stehen Sie am Weg? Schickte mir. Hat jemand was auf dem Weg geschickt? Hallo Elfi. Guten Abend, Isaboy 81. Zu arbeiten. Kannst du das ein bisschen lauter machen? Ja, kann ich mal machen. Ja. Einen wunderschönen guten Abend an alle. Wir warten noch mal. Wir haben gerade erst begonnen. Wir warten noch, bis ein paar Leute noch reinkommen. Guten Abend, Caro. Vergessen. Was haben Sie vergessen? Suchen. Suchen. Was suchen Sie denn? Würden Sie uns das verraten? Wo seid ihr? Wir sind heute an einem alten Militärgelände, also Bunker. Aber mehr wird jetzt nicht verraten. Hallo Luis. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Luis, wenn du vor Ort bist. Lämmer. Luis, wenn du vor Ort bist, könntest du einen der Bewegungsmelder auslösen oder einen der Ghostbälle? Was für Geräte habt ihr aufgestellt? Wir arbeiten gerade aktuell mit Bewegungsmelder. Dann haben wir Ghostbälle. Dann ein GAR 2 Meter haben wir hier hingestellt.
Ja, und dann arbeiten wir halt noch mit der SLS-Kamera und diesbezüglich mit dem Ghost Radio. Also wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben noch keine guten Gerätschaften. Guten Abend, Annette. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, das Bild kommt gut an. Also, dass die Grafik perfekt ist. Wenn ja, schreibt mal eine 1 rein. Wenn nicht, dann muss ich nochmal das Licht ein bisschen ändern. Angriff. Ja, das ist aktuell, das stimmt. Dieser Ort wurde früher im Krieg angegriffen. Dankeschön für die Einsen. Das Dach. Ja, das Gebäude hat leider kein Dach mehr. Nein. Weil es angegriffen worden ist. Ja, aktuell hat das noch ein Dach, aber halt, dann bist du unten im Keller. Ja. Einen wunderschönen guten Abend an die Neuen, die gerade zugeschaltet haben. Dankeschön für das Eichhörnchen. Was meinen Sie mit dem Dach? 34. Was meinen Sie mit 34? Sind hier 34 Seelen anwesend? Wenn ja, kann mal einer die Großbälle aktivieren oder einen der Bewegungsmelder. Die Brücke. Ob es hier früher eine Brücke gab, weiß ich leider nicht. Da kann ich nichts zu sagen. Da müsste ich mal googeln. Fab schreibt, es könnte Louis unter dem Dach sein. Dass er Louis irgendwo da oben ist. Merkst du das auch, der Wind so? Einen wunderschönen guten Abend an die Leute, die zugeschaltet haben. Wir sind heute auf einer paranormalen Untersuchung an einem alten Bunker. Oder was heißt Bunker? Hier war früher eine, ja, wie kann man das sagen, früher ein Flughafen. Aber weiteres wird nicht verraten. Und die Ortschaft wird auch nicht verraten. Wer starb? Geh mal gucken, da kommt ein Auto, glaube ich. Wo halt wieder. Geh mal um die Ecke gucken. Ja, Leute, Julia geht mal eben kurz mal gucken, weil so wie es aussieht, sind wir nicht alleine hier vor Ort. Ja, deine große Taschenlampe. Die hat einen Lampenfilter. Gut, schön. Pass aber auf, ne? Wenn mir was ist, ruf an. Guten Morgen, Christopher. Zu halten, was sollen wir halten? Was meinen Sie damit? Ja,
Erwachsenen. Ist hier eine erwachsene Seele anwesend? Wenn ja, können Sie einen der Großbälle aktivieren oder einen der Bewegungsmelder? Das würde uns sehr freuen. Da, Leute, der Bewegungsmelder geht an. Sind Sie gerade oben auf dem Dach? Das haben Sie toll gemacht. Sie können Energie von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns, das verbiete ich. Der Dings, der ging gerade an, der Bewegungsmelder oben. Hab ich mitbekommen. Ja, Leute, wir haben auch oben an der Tür ist ein Bewegungsmelder, unten an der Leiter oder neben der Tür ist eine Leiter. Da haben wir einen Bewegungsmelder dran befestigt. Dann unten an die Steine sind Bewegungsmelder hingelegt und Ghostbälle. Und hier vor uns haben wir das K2 Meter. Einen wunderschönen guten Abend an die Leute, die zugeschaltet haben. Ist hier eine Präsenz anwesend, die mit uns sprechen möchte? Wir können uns ganz gerne nochmal vorstellen. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Und die anderen Leute, die im Hintergrund sind, die möchten nicht genannt werden. Kann ich auch verstehen. Wir sind nicht alleine vor Ort. Wir haben hier noch zwei weitere Freunde von uns, gute Freunde, die aus der Ortschaft kommen. Die haben wir noch dazu eingeladen. Die wollen aber im Live nicht gezeigt werden. Präsenz ist gerade weg, sagt Julia. Ja, dann können wir mal zu dem Ort ein bisschen was erzählen, aber ich möchte nicht alles verraten. Ja, dieser Ort, wo wir uns befinden, war früher eine Flugzeughalle oder am Flugplatz. Hier standen früher 1900, boah, lass mich jetzt nicht lügen. Erstaunt. Ah, Präsenz ist wieder da. Wer staunt? Sind hier jetzt aktuell 35 Seelen anwesend? Wenn ja, kann man einer der Seele hingehen und einen der Bewegungsmelder aktivieren. Das würde uns sehr freuen. Oder einen der Großbälle. Können Sie das sagen? Das war gerade Julia, die gesprochen hat. Also so wie der Farbs
schon geschrieben hat. Wenn ihr was sehen könnt, könnt ihr das ganz gerne in der Telegram-Gruppe posten. Was? So selten. So selten. Haben Sie Ihre Erstgeborene so selten gesehen? Kann ja sein, dass er hier stationiert war, dass er dadurch seine Tochter nicht gesehen hat. Gut möglich. Wen wollen Sie umarmen? Wollen Sie uns umarmen? Das verbiete ich. Sie können Energie von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns. Süchtig. Wonach waren Sie süchtig? Könnten Sie uns das verraten, wonach Sie süchtig waren? Boah, ich höre die ganze Zeit Schritte. Ja, kann auch ein Gerücht sein. Die Mäuse oder Vögel. Oder die Rehe von dir. Schade. Schade. Was war denn schade? Der Hügel. Der Hügel. Ja, hier ist ein Hügel. Sind Sie gerade am Hügel? Auch am Hügel haben wir einen Ghostball hingelegt. Den könnten Sie ganz gerne mal aktivieren. Im Moment ist es ruhig. 82. 82. Sind Sie 82 Jahre alt? Oder waren Sie bis 1982 hier vor Ort? Also Leute, wenn ihr irgendwas sehen könnt, teilt es bei uns in der Telegram-Gruppe. Der Link ist bei mir unten in der Bio. Schiff, waren Sie damals bei der Marine im Krieg? Waren Sie dort auf einem Schiff, auf einem Flugzeugträger vielleicht? Das würde ja hier zu dem Ort passen. Ob es damals schon Flugzeugträger gab, weiß ich nicht. Ich denke mal Marineschiffe. Keine Ahnung. Gab es ja auch im Zweiten Weltkrieg. Was meint ihr, Leute? Schreibt es mal unten rein. Ich kann ja mal zeigen, wo wir so ein paar Sachen hingelegt haben. Naja, wäre lieber, wenn du erstmal hier bleibst. Ja, trotzdem. Ja, Julia geht gleich mal nach vorne und zeigt euch, wo wir ein paar Gerätschaften hingelegt haben. Und zeigt euch mal dort draußen, wie die Gerätschaften funktionieren. Also die Ghostbälle funktionieren nur, wenn man sie berührt. Ja, und Bewegungsmelder gehen eigentlich nur an, wenn da dort Bewegung ist. Ich habe ja hier noch einen Ghostball.
Ah, Julia hat sogar noch einen Großbildschirm. Kann ich halt mal eben kurz zeigen. Ich muss einmal auf, wenn sie blinken. Oder ich kann halt auch zeigen, gib mal eben. Ja. So, hier haben wir einen der Großbälle. So schauen die Dinger aus. Aktuell ist er am Blinken. So, ist auch jetzt gerade an. Wenn man die Hand ein bisschen schüttelt, fängt er an zu blinken. Also die gehen nur an durch Bewegung. So, jetzt haben wir, jetzt ist kurz das Bild ein bisschen unscharf. So, jetzt haben wir wieder ein klares Bild. Bitteschön. Wir werden auch demnächst wieder hingehen und werden Großbälle verlosen an den Top-Follower. Top-Supporter meinst du? Oder Top-Supporter. Werden wir dann hingehen und werden dann einen Großball verlosen. Ein kleines Geschenk von unser Team eventuell. Was meinen Sie damit? Die Julia kommt gleich mal nach vorne und zeigt ihm, wie die Gerätschaften funktionieren, damit sie es danach auch können. Ja, von mir aus kannst du eben kurz noch. Ja, ich habe gerade mal gefragt, ob der Ton so gut zu verstehen ist im Chat. Buchstabe 5 Zeugen. Zeugen. Was meinen Sie mit Zeugen? Sind hier zu viele Zeugen anwesend für Sie? Scheiden. Scheidung? Vielleicht war der ein Zeuge von der Scheidung gewesen. Können Sie uns davon noch mehr verraten? Wieso wurden Sie denn geschieden? Oder waren Sie Zeuge einer Scheidung? Leute, wenn das so am Stocken ist, schreibt mal bitte eine 1 rein. Oder haben wir hier ein klares Bild? Also ich habe hier bis jetzt ein klares Bild. Was meinen Sie mit vergessen? Klares Bild. Alles klar, danke. Können Sie uns hören? Das freut uns. Wir können Sie auch hören durch das Goose Radio. Wenn Sie vor Ort... Verheiratet. Ja, ich bin mit meiner Frau verheiratet. Oder waren, wir sind verheiratet. Waren Sie auch verheiratet? Können Sie sagen, können Sie uns verraten, wie Ihre Frau heißt? Präsenz ist noch da. Wer war tapfer? Waren wir tapfer, weil wir eben gerade bei Ihnen vor Ort waren? Also diesbezüglich auf dem Gelände. Was haben Sie geträumt? Die Präsenz ist weg, Leute. Julia geht jetzt mal eben kurz nach vorne, wird euch zeigen, wo die Gerätschaften liegen.
Die Julia kommt jetzt mal nach vorne zu Ihnen und wird Ihnen zeigen, wie die Gerätschaften funktionieren, damit Sie wissen, wie Sie die Gerätschaften zu bedienen haben. Aber meine kleine Taschenlampe mit zum Gucken. Ja. Pass aber auf, ne? So, da ist doch Julia, die gerade nach vorne geht und euch mal zeigt, wo die Gerätschaften sind. So, einmal da haben wir einen Großball. Dort unten haben wir nochmal einen Großball. So, dort oben geht der Bewegungsmelder an, weil Julia sich dort bewegt hat. Dort unten am Stein haben wir noch einen Großball hingelegt. Dort haben wir einen Großball hingelegt. Pass auf, ne? So, und halt oben am Dach haben wir noch zwei Großbälle hingelegt. Und an der Leiter mitten im Loch haben wir auch noch einen hingelegt. Da, der geht an. Der ganz links. Ja, Leute, der Geist, die Seele ist bei Julia gerade. Und daran könnt ihr sehen, Julia hat den Ball nicht berührt und der Ball fängt an zu blinken. Das haben Sie toll gemacht. Können Sie den Ball nochmal aktivieren? Da ist unsere Gina, Jugger Babe. Die gehört auch zum Team. Fabs hat geschrieben, die Seele hat mich erkannt. Kann sein, weil wir ja schon öfters hier waren auch. Ja. Da, der Großball, Leute. Das war die Bestätigung. Haben Sie den Fabs erkannt? Ist das jetzt gerade... Flug. Ist eine Frauenstimme. Oder haben Sie mich erkannt? Wir waren schon mal hier vor Ort. Und ich bin auch schon öfters hier, schon mal hier gewesen. Auch als Kind war ich schon mal hier. Das Jahr. Wir haben das Jahr 2023. Welches Jahr haben Sie? Also Leute, wenn ihr links am Stein irgendwas sehen könnt, macht davon einen Screenshot und postet es bitte bei uns in der Telegram-Gruppe. Sind Sie gerade am Stein? Wenn Sie am Stein sind, können Sie einen der Großbälle nochmal aktivieren. So wie Sie das gerade gemacht haben. Er ist mutig. Wer ist mutig? Ist Ihr Mann mutig? War Ihr Mann gerade an den Großball? Oder wollen Sie uns damit etwas sagen? Wollen Sie uns warnen? Sind wir hier nicht alleine vor Ort? In welchem Jahr? Wir sind im Jahr 2023. Aktuell haben wir es gerade 9 Uhr.
Wunderschönen guten Abend dort draußen an die neuen Follower, die zugeschaltet haben. Wir sind heute für euch live vor Ort an einem ehemaligen Flugplatz und sitzen gerade hier vor einer ehemaligen Flugzeughalle, sitzen hier quasi mitten auf dem Landeplatz, Landefläche. Und dieses Gebäude gehörte ehemals dazu und wurde 1940 oder so, meine ich, leider zugebombt im Krieg. Wir wollen natürlich jetzt noch nicht so vieles verraten. Alles Weitere könnt ihr ganz gerne bei mir auf der Seite nachschauen. Da habe ich auch von diesem Ort Bilder gemacht und noch von anderen Gebäuden, die da halt dazugehören. Lesen. 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 Ja, ich bin aktuell auch hier den Chat am Lesen. Weil wir sind hier gerade live vor Ort. Stört Ihnen das? Wenn Ihnen das stört, können Sie ganz gerne einen der Bewegungsmelder aktivieren oder einen der Großbälle für ein Jahr. Kann man etwas drüber nachlesen bei Wiki und so weiter. 62? Sind Sie 62 Jahre alt? Und wir haben schon wieder eine andere Frauenstimme, Leute. 65. Sind Sie jetzt aktuell 65 Jahre alt? Oder was meinen Sie mit 65? Könnten Sie uns das verraten? Vielleicht waren hier auch mal 65 bis 62 Flugzeuge stationiert, ich weiß es nicht. Da müsste ich leider lügen oder nochmal googeln. Oder eventuell mal meine Großeltern fragen, weil die wissen wahrscheinlich mehr über diesen Ort. Nicht wusste. Wer nicht. Wusste was nicht? Ja, ich. Ich habe ja gerade gesagt, da müsste ich nochmal googeln. Ja, damit haben Sie vollkommen recht. Ich weiß es leider nicht, was Sie mit 62 gemeint haben oder mit 65. Sie sind tot. Wer ist tot? Sind hier 62 Leute verstorben? Vor Ort. Neuen Freund. Sehen Sie mich als Ihren Freund? So, an die Moderatoren dort draußen, schreibt mal alle ein rotes Herz rein, damit wir auch wissen, wer alles zum Team gehört. Da kommen die roten Herzen. Wer ist denn Ed Manja?
Die gehört doch gar nicht zum Team. Nee. Leute, ich nehme keine Live-Anfragen an. Sorry. Doch, man kann nachlesen, man muss nur den Ort kennen. Aber ich werde hier im Live den Ort nicht nennen. Zum Eigenschutz des Ortes. Wer war denn ein Feigling? Können Sie uns das verraten? Ich denke mal, dass die uns warnen will. So wie beim letzten Mal. Da wird auch erklären, wieso hier die ganze Zeit immer ein Auto auf und ab fährt. Ja, Michael, es ist in NRW. Ja, aber mehr möchte ich mir nicht sagen. Nur halt, der Ort, der soll so bleiben, wie er ist. Befreien? Wo sollen wir sie denn befreien? Und wie können wir sie befreien? Also ihr Lieben, die Orte, wo wir uns mal wieder befinden, sind aktuell alle in NRW. Aber wo wir genau sind, wird im Live nicht genannt. Einmal Schutz des Ortes und Schutz für uns. Ja. Es hat nichts an euch Follower da draußen zu tun, um Himmels Willen. Nur es geben genug Leute dort draußen, die uns auch verfolgen und die auch eventuell Vandalismus betreiben. Und das muss ja nicht sein. Nee. Dafür sind die Gebäude leider, ja, wie soll man das sagen, zu tief in Erinnerung, auch mir gegenüber, wo wir jetzt aktuell gerade live vor Ort sind. Da war ich schon als Kind mit meinen Eltern und ja, dieser Ort soll so bleiben, wie er ist. Was können wir Ihnen denn fragen? Wie heißen Sie? Ich bin die Julia. Ich bin der Florian. Und im Hintergrund haben wir noch ein paar andere Freunde, aber die möchten nicht genannt werden. Ich hoffe, Sie können das respektieren. Was? Psychose, also dass der psychische Probleme hatte, würde ich sagen. Was hatten Sie für psychische Probleme? Könnten Sie uns das verraten? Zusammenfassung. Der hat jetzt hier halbwegs das ganze Alphabet aufgenannt. Zusammenfassung kam dabei raus. Was meinen Sie mit Zusammenfassung? Ist dieser Ort hier verflucht? Wollen Sie uns damit warnen? Sollen wir gehen?
Also ihr Lieben dort draußen, wie wir es gerade schon gesagt haben, wir haben auch eine Telegram-Gruppe, die ist unten bei mir im Link. Unfall. Zusammenfassung, Verflucht, Unfall, Zustoße. Unfall, was meinen Sie mit Unfall? Ja, was ich sagen wollte, Leute, wir haben aktuell eine Telegram-Gruppe, die ist bei mir unten in der Bio. Da könnt ihr ganz gerne beitreten und eure paranormalen Erfahrungen, Erlebnisse auch reinschreiben. In der Gruppe wird sich nicht lustig gemacht über dieses Thema, ganz im Gegenteil, wir unterstützen uns gegenseitig und wollen dort auch Erlebnisse austauschen, die wir erlebt haben, die ihr erlebt habt. Wer Interesse hat, kann da ganz gerne beitreten. Diskutieren. Ja, ich habe gerade diskutiert. Aber was heißt diskutiert? Ich habe gerade mit den Followern dort draußen gesprochen. Ja, also wer Lust hat, kann die Gruppe ganz gerne beitreten. Das würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Kann sein, was China geschrieben hat. Was denn? Das ist vielleicht ein Flug. Dass es ein Flugunfall war, den er verursacht hat und dadurch eine Psychose bekommen hat. Ja, gut möglich. Was meinen Sie mit Juwel? Dankeschön für die Rose. Und Leute, teilt bitte den Screen, das würde mich sehr freuen. Teilen, teilen, teilen. Es ist mir kalt. Ja, es ist aktuell auch leicht kalt. Hier draußen, da haben Sie vollkommen recht. Boxen. Boxen, ja, wir haben hier eine Box. Boxen? Aber meinen Sie die Musikbox oder haben Sie früher geboxt? Waren Sie Boxer? Soll Julia gleich nochmal nach vorne gehen und die Großbälle aktivieren? Oder die Bewegungsmelder? Präsenz ist gerade weg. So, aktuell einmal ist die Präsenz weg, Leute. Und ich habe so dieses Gefühl, als wäre oben an der Tür ein Schatten. Boah, sieht zumindest so aus wie so ein Kopf. Oder ich bilde mir das nur ein. Ich kann gerne einmal nach vorne gehen. Ja, pass aber auf. Ja. Meine Tasche. So, ihr Lieben, Julia geht jetzt nochmal nach vorne und zeigt euch nochmal, wo sich die Gerätschaften befinden. Also hier unten der grüne Punkt, das ist unser GAR 2 Meter. Da haben wir einen Ghostball, der nur angeht durch Berührung. Und da haben wir nochmal einen Ghostball. Da haben wir einen Bewegungsmelder, der angeht. Da haben wir nochmal einen Bewegungsmelder, der angeht. Hinter Julia. Ah, kann man jetzt aktuell nicht sehen. Doch da haben wir nochmal einen Ghostball. Nebel. Ist es bei Ihnen aktuell nebelig? Oder sind Sie im Nebel verunglückt? Nee, brauchst du auch nicht. Alles gut. Ja, und halt oben an der Tür haben wir nochmal einen Schatten.
Weg ist er. Du warst sonst doch gerade nicht im Licht, oder? Nein. Ja, doch, durch den grünen Licht, ja, aber. Ja, aber. Das kann nicht dein Schatten gewesen sein, weil er nach oben gezogen ist. Waren Sie das gerade, der Schatten, der nach oben weggewandert ist? Wenn Sie Energie benötigen, können Sie das ganz gerne von den Gerätschaften machen, aber nicht von uns, das verbiete ich. Wir haben hier genug Gerätschaften liegen, da können Sie Energie von ziehen. Leute, mein Handy-Akku gibt auch so langsam, aber sicher. Da geht's recht schnell leer. Gräber. Soll ich dein Ladekabel holen? Nee, brauchst du jetzt aktuell noch nicht. Okay. Da. Vor uns, Leute. Wenn ihr was sehen könnt, schreibt es in der Telegram-Gruppe rein. Alter, heftig, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht, das ist ein Gesicht. Könnt ihr das Gesicht auch sehen, Leute? Rechts am an dem grünen Licht, an der Mauer, kann man deutlich ein Gesicht erkennen. Sind Sie gerade an der Mauer? Wenn Sie an der Mauer sind, können Sie ganz gerne nach vorne treten und nochmal den Bewegungsmelder aktivieren. So wie Sie es gerade getan haben. So Leute, da ist aktuell deutlich ein Gesicht zu erkennen an der Mauer. Man kann die Nase erkennen, man kann die zwei Augen erkennen, den Kopf kann man erkennen und man kann auch ganz leicht die Schultern links und rechts erkennen. Ich kann ja mal mit dem Finger da. Schon wieder. Und der Bewegungsmelder geht an, Leute. Das machen sie echt super. Ich wollte nur den Leuten dort draußen zeigen, wo sie aktuell gerade stehen, wenn ihnen das nichts ausmacht. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Das haben sie echt super gemacht. Ja, Leute, ich denke mal, dass die Präsenz noch Energie braucht. Angegriffen. Haben wir sie gerade angegriffen? Oder fühlen Sie sich angegriffen? Wir wollten Sie nicht angreifen. Da ist ein zweites Gesicht zu erkennen, Leute. Moment. Da ist ein zweites Gesicht. Da ist das erste Gesicht. Was die ganze Zeit ein bisschen grimmig guckt. Da sieht so aus, als haben wir gerade ein drittes Gesicht. Alltag. Sünden. Oder Sünden. Schauen wir nach. Süden, mein Lieb. Süden? Sollen wir nach... Die Himmelsrichtung Süden. Ich gucke mal nach. Himmelsrichtung Süden.
Stehen Sie aktuell gerade Richtung Süden? Wenn Sie sich Richtung Süden befinden, können Sie einen der Großbälle aktivieren oder einen der Bewegungsmelder, so wie Sie es gerade eben gemacht haben. Da. Der steht Richtung Süden, Leute. Aber ist doch nicht Süden, oder? Gelaufen. Ja, sie sind gerade durchgelaufen. Das haben wir gesehen. Das können wir sehen, indem das Licht angeht. So, jetzt ist das Licht wieder aus, Leute. Also im Moment geht hier ziemlich ab. Süden ist hinter uns gelaufen. Dann ist er an uns, an uns vorbeigelaufen. Ja, aber das heißt eigentlich, ich bin ja Richtung Süden gelaufen, wie ich hier zum Platz gegangen bin. Ja. Wann ist sie jetzt quasi an uns vorbeigelaufen? Kann sein. Wenn sie an uns vorbeigelaufen sind, ich verbiete es, Energie von uns zu ziehen. Sie können Energie von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns. Mond. Ja, der Mond ist leider nicht zu sehen. Nein, aktuell ist der Mond noch nicht zu sehen. Unten. Da ist irgendwas. Unten und der Bewegungsmelder geht an. Ja, der liegt ja auch unten auf dem Boden. Ja. Ich kann mal gucken, ob ich was mit der SLS-Kamera sehe. Julia schaut gerade mal nach, ob wir was mit der SLS-Kamera sehen können. Weil aktuell sehen wir nur den Schatten. Der ziemlich heftig ist. Und da ist auch kein Kopf. Jetzt ruhen. Wollen Sie Ihre Ruhe haben? Wir können Ihnen ganz gerne die Ruhe geben. Ist kein Problem. Ja. Bewegungsmelder. Der will seine Ruhe haben. Ein Unfall. Schon wieder ein Unfall. Eben hatten wir auch Unfall. Was meinen Sie mit Unfall? Da, der Bewegungsmelder schon wieder. Ja, und wir sitzen ja alle hier. Aber ich kann auf der SLS nichts erkennen. Und Leute, hier ist keine Menschenseele. Wir sind alleine mit unseren Freunden. Und wie gesagt, unsere Freunde sind hinter uns. Die sitzen auch genauso wie wir. Die sitzen bei mir im Auto. Wieso und weshalb der Bewegungsmelder? Plattenspieler. Haben Sie früher viel Schallplatten gehört? Hatten Sie damals einen Plattenspieler? Es gab ja damals noch keinen MP3-Player oder Sie waren ja damals noch nicht so weit voraus wie heute. Wir haben heute einen MP3-Player oder Smartphones, wo wir Musik drüber hören können. Gewählt. Was meinen Sie mit gewählt? Alter, das macht mir so. Der Bewegungsmelder, der geht die ganze Zeit an. Mhm. Was ist denn, wenn man den Bewegungsmelder
ein bisschen woanders hinlegen, damit wir gucken können, ob er den trotzdem noch berührt oder dort durchläuft. Maschine. Maschine. Kann ich... Uhr? Warum aus? Ist von selber ausgegangen. Wie? Ja. Zeig mal, gib mal. Es ist wieder an. Ja, habe ich gerade angemacht, hier. Von selber aus. Steht ja auch aus. Wo steht das? Da. Unter Bewegungsmelder. Und hinter Maschine. Oder über Maschine. Aus. Und jetzt gerade, weil ja, ich krass. Es wieder angemacht habe, ist es an. Das gleiche wird auch eh mit deinem Handy. Da, der Großboy. Sind Sie gerade am Großboy? Ich weiß, dass Sie hier vor Ort sind. Wenn Sie hier vor Ort sind, können Sie auch mal einen anderen Bewegungsmelder aktivieren. Ich glaube, wir haben zwei Seen gerade hier. Der geht gar nicht mehr aus. Der war kurz aus. Leute, was meint ihr? Sollen wir den Bewegungsmelder mal woanders hinlegen? Oder da liegen lassen? Oder dort liegen lassen. Aber das war doch gerade eben auch mit deinem Handy. Wie wir aufgebaut haben, da ging es doch einfach an über das Autoradio. Ja. Die Musik. Liegen lassen, schreiben liegen. Liegen lassen. So, ich werde den Bewegungsmelder dort liegen lassen, erstmal. Und sollte der Bewegungsmelder gleich nochmal die ganze Zeit lang angehen, dann werde ich den mal woanders hinlegen, um zu gucken, ob die Präsenz den Bewegungsmelder auch woanders auslöst. Präsenz ist gerade nicht da. Aber der Schatten ist immer noch da. Alter, ich sag, der Schatten ist immer noch da und der Bewegungsmelder geht wieder an. Da ist irgendwas. Haben wir Präsenz? Ja. Die ist gerade da. Sind Sie gerade vorne vor uns? Tamara. Tamara, wo genau seid ihr? Wird im Live nicht genannt, auch nicht privat. Baby. Baby. Einfach nur Baby. So, ich werde den... Lass mir erstmal nur noch dein Liebe. Kamera jetzt mal Richtung Gebäude wieder schwenken. Oder leg den Bewegungsmelder ein bisschen weiter mal nach links. Aber nur ein bisschen. Ja. Da ist irgendwas. Ich kann mir. 41. So, Julia, leg den Bewegungsmelder jetzt mal. Ein bisschen weiter nach links hin. Mal gucken, ob er dann immer noch angeht. Leg den... Knall. Knall. Nee, leg den mal so weiter auf dem Hügel drauf. Weiter nach links. Nach links, nicht im Gras rein. Ja, da. Kannst du ihn liegen lassen. So, jetzt haben wir den nicht genau mitten auf den Weg gelegt, sondern... Ein bisschen seitlich vom Weg.
Da ist eine Präsenz, die sich gestört fühlt. Halt. Halt. Julia, Präsenz sagt halt. Halt. Dann komm mal zurück. Dann komm mal zurück. Ja, aber nicht jede Präsenz, die hier vor Ort ist, fühlt sich belästigt. Wir hatten auch eben gerade freundliche Präsenzen, die diesbezüglich gesagt haben, dass wir herzlich willkommen sind. Genau, eine Präsenz hat direkt auch eine Waffe. Ja, hier waren ja auch früher Waffen. Ja, eine Waffe. Hier waren früher Waffen stationiert. Da haben Sie vollkommen recht. Könnten Sie darüber noch mehr erzählen? Über den Krieg, der hier damals stattgefunden hat? Schaute weg. Schaute weg. Wer schaute weg? Er hat wahrscheinlich... Was war das? Weiß ich nicht. Hat sich angehört wie eine Autotür. Willst du mal gucken gehen? Ich gebe euch mal Julia. Ich glaube, wir sind hier nicht alleine vor Ort. Moment. Hier. Ich werde euch mal eben kurz an Julia überreichen. Ja. Hier ist die Taschenlampe. So, und werde so. Mal eben kurz an meinen Kollegen. Ups, da bin ich einmal. So. Ja, ich glaube auch, dass wir nicht alleine hier sind. Was meinen Sie genau für immer? Sind Sie hier gefangen? Sind Sie auf dem halben Weg nach oben gefangen hier? Daumen. Was meinen Sie mit Daumen? Genau, tippt alle mal fleißig auf dem Bildschirm. Dilemma. Dilemma. Da kommt jetzt der Flo wieder. Präsenz ist gerade weg. Wahrscheinlich nur irgendein Tier oder so. Wahrscheinlich. Ja, gerade ist es wieder sehr ruhig. Guten Abend. An alle, die gerade neu dazugekommen sind, wir machen gerade eine paranormale Untersuchung. Wir sind hier. Genau, und wie das aussieht, wie, wenn eine Präsenz da ist, weil die ist gerade da. Seht ihr hier unten an diesem kleinen Dreieck in der Ecke unten rechts. Jetzt muss ich das einmal nur noch wieder scharf stellen. So. Was gab er vor?
Danke fürs Teilen. Könntest du uns da verraten, was er vorgab? Schon wieder abgebrochen. Und jetzt komplett. Komplett weg. Weg. Von selber. Er vorgab und dann war der weg. Kann daran eventuell liegen, dass die Präsenz Energie von den Gerätschaften zieht? Kann sein. So, ich starte das Ghost Radio nochmal neu. So. Einen Moment. So. Der EMF-Wert war auch aus, gerade warum auch immer. So, jetzt ist er wieder da. Jetzt muss ich das Ghost Radio nochmal neu kalibrieren. Damit wir wieder auch lesen können, was die Präsenz gesagt hat. Hatte das Lesen die Präsenz nicht eben gesagt 36 auch? Ja. Ja, und um 36 ist es abgebrochen. 21:36. Genau, jetzt ist es gerade wieder sehr ruhig. Ich gebe euch mal wieder den Flug. Na ihr Lieben, da bin ich wieder. Was da im Hintergrund blinkt, da oben, das ist ein Windrad, was in der Ecke steht. Da hinten, hinter den Bäumen, sieht man das Spielchen. Blinkt da was? Ja, von hier aus sah man das. Ah, okay. Ich habe, glaube ich, jetzt gerade TV verstanden. Ja, was hier im Hintergrund aktuell am Blinken ist, hinter den Bäumen, ist ein Windrad. Also links und rechts stehen Windräder. Deswegen summt das auch hier im Hintergrund wahrscheinlich so. Ich weiß nicht, ob man das hört, das Windrad. Wenn man leise ist, wahrscheinlich. Ich kann ja kurz gleich mal das Ghost Radio leise stellen. Ja, alles gut. Dann hört man das. Ich kann auch das Windrad mal eben kurz zeigen. Gucken, ob man das sehen kann. Da ist das Windrad. Nö, kann man nicht sehen. Ne, man kann aber den roten Punkt sehen. Da ja, ist der rote. Mitte. Da ist ein roter Punkt von der Mitte. Damit da keine Flugzeuge oder. Erschreckend. Hubschrauber. Hört man recht gut. Ja. Können wir leider nicht dran ändern. Leider nicht. Die produzieren halt gerade Strom. So. Erschreckend. Aber weißt du, was, ja, weißt, was auch erschreckend ist? Was? Du hast den Bewegungsmelder ein bisschen weiter nach links gelegt und seitdem an löst er nicht mehr aus. Ja. Bis. Gucken, ob der Schatten noch da ist. Ne. Doch. Das sieht so aus, als würde er uns die ganze Zeit beobachten. Seelen. Das Licht. Das Licht? Was ist mit dem Licht?
Ist das Licht für Sie zu hell? Stört Ihnen das Licht? Oder mögen Sie das Licht? Oder der sucht den Bewegungsmelder. Stark. Stark. Ja, der Bewegungsmelder liegt jetzt am Hügel, das stimmt. Haben Sie den Bewegungsmelder gefunden? Wenn ja, können Sie den mal auslösen? Hat nicht geholfen. Hat nicht geholfen. Ich auch nicht. Können Sie sich irgendwie bemerkbar machen durch einen Großwoll oder über einen Bewegungsmelder, die wir hier hingelegt haben? Jung geheiratet. Aber wie viele Jahre haben Sie geheiratet, wenn ich mal fragen darf? Wie alt waren Sie da? Himmel. Ich kann leider nichts sehen am Himmel. Aber da kommt ein Flugzeug am Himmel. Oh. Hörst du doch. Stimmt. Da haben wir unsere Sugar Babe vom Team Ghost Familia, unsere Gina. Da könnt ihr auch ganz gerne das Plus klauen und mal ganz gerne auch rote Herze für Gina reinstellen. Auch der Farbs hat ein rotes Herz gerade geschickt. Da könnt ihr auch ganz gerne mal das Plus klauen. Da kommen die rote Herze an Farbs. Leute, wenn ihr irgendwas sehen könnt, aktuell ist gerade still, die Präsenz ist auch nicht da. Aber jetzt gerade haben wir wieder Präsenz, wenn man vom Teufel spricht. Ist ja eine Präsenz anwesend, die mit uns reden möchte. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Können Sie uns vielleicht Ihren Namen verraten? Wie heißen Sie? Die Box. Ja, die Box liegt vor uns.
Auch davon können Sie ganz gerne Energie ziehen, aber bitte nicht von uns, das verbiete ich. Wir haben genügend Gerätschaften mit, Sie können... Unternehmen. Hast du die SLS-Kamera? Gib mir mal das Handy, dann gucke ich mal, ob man es mit der SLS-Kamera sehen kann. Gib mal bitte. Mein Stuhl ist kaputt. Ist ja kein Problem, wir haben ja noch einen neuen im Auto. Das lege ich einmal hier vorne vor. Aktuell kann man nichts sehen auf der SLS-Kamera. Leider nicht. Hier ist unsere SLS-Kamera, Leute. Leute, jetzt nicht erschrecken, die haben... Julia, stell dich mal... Ja, die haben gerade Auto abgeschlossen. Ach so. Es ist das Bild leicht unscharf. Ist doch blöd, ey. So. Jetzt haben wir wieder ein scharfes Bild. Ja. Autos. Krass. Ja, hier sind Autos. Julia ist gerade am Auto. Julia ist gerade am Auto gewesen. Hä? Was sagte er? Lärm, ja. Ich habe gerade Kofferraum zugemacht. Entschuldigung. Hier haben wir unsere... Was wolltest du jetzt? Oder stell dich mal bitte... Ja. Ah, es ist wieder bildunscharf. So, Julia stellt sich jetzt einmal nach vorne. Stell dich mal ein bisschen weiter, so, stopp. So, da ist Julia. Und jetzt müsste ich eigentlich mit der... Nee, doch. Warte, ich glaube, doch da, jetzt. Ja. Da kann man das erkennen. Julia bewegt sich. Und so sieht das aus, wenn man eine Seele sieht. So, geh mal auf Seite. Mal gucken, ob wir hier... Warum haben sie sich selber gehasst? Aber ich glaube für... Da, der Goofball. Ja, ich glaube... Das ist zu dunkel für die SLS. Schade. Moment. Mein Pferd. Mein Pferd. Kann ja mal so machen, vielleicht... Kann man jetzt was besser erkennen? Ist ein heller? Da oben kurz. Da. Da, da. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Da ist was, Leute. Komm. Da. Ja, Julia, Stuhl ist gerade kaputt gegangen. Waren Sie das? Haben Sie den Stuhl kaputt gemacht? Mache ich jetzt wieder das Licht aus? Da oben war auch ganz kurz was. Mhm. Dann sind Sie nur...
mache jetzt aber das Licht wieder dunkler. So, Julia, mach mal einmal das Licht aus. Den kann man nur, der reagiert nur auf das Licht. Das ist komisch. Habe ich Sie gerade verraten? Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Waren Sie gerade dort hinten an der Mauer? Rose, darauf werde ich keine Antwort geben. Umzugehen. Was meinen Sie mit verführt? Wurden Sie hier auf dem Gelände verführt von einem Mann? Dankeschön für das Eichhörnchen. Leute, ich habe immer... Dankeschön für das Schweinchen. Ich habe immer noch dieses Gefühl, nicht erschrecken, das ist mein Finger. Ich habe immer noch dieses Gefühl, als wäre da ein Gesicht. Landschaft. Ja, wir sind hier draußen in der Landschaft. Gucken, was passiert, wenn ich den Gimbal ein bisschen weiter nach links drehe. Aber habe ich das Gesicht immer noch drauf? Da. Im Moment ist es recht ruhig. Die Präsenz löst auch aktuell nichts aus. Eben gerade ist die Präsenz hingegangen, hat die ganze Zeit den Bewegungsmelder ausgelöst. Sind Sie verwirrt? Ja, wahrscheinlich ist sie verwirrt und weiß nicht, wie man die Gerätschaften aktiviert. Handy heller machen. Ja, weil... Landschaft. Schon wieder Landschaft. Was ist mit der Landschaft? Aber wir sind hier mitten auf einer Landschaft, das stimmt. Dankeschön für die Rose, Birgit. Was? Wo können wir sie sehen? Können Sie sich bemerkbar machen, indem Sie einen der Großbälle aktivieren? Oder einen der Bewegungsmelder? Das würde uns sehr freuen. Damit können wir erkennen, wo Sie sich befinden. Wir können uns auch ganz gerne nochmal vorstellen. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia.
Wir kommen in Frieden. Wir wollen nur mit Ihnen reden. Und mehr über dieses Gelände erfahren. Dankeschön für die Rose, Manuela. Moment ist es ruhig. Präsenz ist auch gerade wieder weg. Mhm. Ja, eben gerade haben wir hier unten auf dem Boden haben wir einen Bewegungsmelder hingelegt und der hat die ganze Zeit lang ausgelöst. Und jetzt ist komischerweise Ruhe, weil Julia hingegangen ist und hat den Bewegungsmelder ein bisschen verlegt. Ein bisschen weiter nach links. Aber damit kann man erkennen oder damit kann man rausfinden, ob die Präsenz die ganze Zeit lang an dem Bewegungsmelder dran war. Und ob da wirklich was dran ist. Weil wir wollen natürlich euch dort draußen. Ich fürchte mich nicht. Ich habe auch keine Angst. Ich habe Respekt vor Ihnen, aber keine Angst. Sind Sie 70 Jahre alt? Also ich bin 31 Jahre. Und meine Frau ist 28. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Wir kommen in Frieden. Wir wollen nur mit Ihnen reden und mehr über dieses Gelände erfahren. Mehr über Sie erfahren. Wenn Sie hier sind, Sie können Energie von den Gerätschaften ziehen. Brenne. Sind Sie verbrannt worden? Oder sind Sie ums Leben gekommen durch einen Brand? Wenn ja, das tut mir leid. So Leute, im Moment ist es recht ruhig. Zusammen. Gab es hier auf dem Gelände mal einen Brand, wo Sie verstorben sind? Oder sind Sie mit Ihrer Frau hier zusammen verbrannt? Durch ein Unglück, was hier mal passiert ist? Ich kann mir gut vorstellen, wenn hier früher die Bomben eingeschlagen sind. Mhm. Natürlich hat er dann gebrannt. Ben. Sind Sie der Ben? Hallo Ben. Ich bin die Julia. Ich bin der Florian. Ben, wenn du da bist, könntest du einen der Großbälle aktivieren? Du kannst auch ganz gerne Energie ziehen von den Gerätschaften, aber nicht von uns, das verbiete ich. Läuft aus. Was läuft aus? Läuft aus. Ja, hier vorne. Ich weiß nicht, ob man das aktuell sehen kann. Ich kann aber mal eben kurz mit der Taschenlampe hinleuchten. Moment, nicht erschrecken. Dort hinten ist ein altes Fass. Vielleicht meint er das, was ausgelaufen ist damals. Kann sein. Aber dort hinten, da kann man das erkennen, dort unten
ist so ein gräuliches, ja, was heißt gräulich, so ein bronzefarbenes Fass. Ich meine, ich muss mal die Taschenlampe ein bisschen einstellen. So, ist besser. Da kann man das Fass erkennen. Da liegt das Fass. Da haben wir auch einen Ghostball draufgelegt. Dort oben haben wir einen Ghostball hingelegt. An der Tür oder ja, durch den Durchgang, sag ich jetzt mal. Haus. Ist das Ihr Haus? So, ich leuchte das jetzt mal ein bisschen aus, damit ihr dieses Gebäude auch besser erkennen könnt, Leute. Wir machen einfach mal so. So ist besser. Ich fühle es. So ist besser, Leute, oder? So könnt ihr ein bisschen mehr sehen, ne? Ich glaube, mit der kleineren ist es angenehmer als mit der großen. Ich kann auch jetzt einfach die große anlassen. Oder ist das zu hell, Leute? Schreibt mal nach. Ist jetzt zu hell? Ist es zu hell oder ist es so besser? Ja, zu hell. Ja. Moment. Vögel. Moment. Aha, da ist die Kleine. Mach mal deine aus. So, Julia macht jetzt mal die. Ist so gut? Oder ist auch zu hell? Weiß. Weiß, ja, Julia ist gerade hingegangen, hat das weiße Licht angemacht. Ja, Schatz, so ist scheiße. Hand. Ja, ich hab das in der Hand. So hell, ne? Ja, warte. Sonst. Du musst den. Die habe ich schon dunkler. Das nächste ist. Nein, du hast die doch so nah rangemacht, die Taschenlampe. Den Strahl. Den kannst du einstellen, ja, so. Was sollen wir nicht tun? Mögen Sie das weiße Licht nicht? Sollen wir das weiße Licht auch? Rote Haare. Rote Haare? Die hat keine rote Haare. Hatten Sie damals rote Haare? Dankeschön für den Blitz. Oh Herr, mein Gott. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Wir kommen in Frieden. Mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Wir sind hier vor Ort, um mit Ihnen zu reden. Um mehr über dieses Gebäude zu erfahren. Was hier ehemals passiert ist. Wenn Sie damit uns drüber reden möchten, dann können Sie ganz gerne einen der Großbälle aktivieren. Geschwärzt. Was wurde geschwärzt?
Maschinen. Maschinen. Was war das mal für ein Gebäude? Das war ehemals eine Flugzeughalle. Hier standen früher alte Militärflugzeuge. Ist mir nicht. Ist mir nicht. Ist ihm wahrscheinlich nicht so geheuer und ist dann gegangen. Ja, ist verhält ihn. Kann auch gut möglich sein. Leute, wir werden das Licht mal wieder ausmachen. So leid es mir auch tut, aber ich denke mal, die Seele das weiße Licht nicht mag. Mach mal aus. Ist hier eine Präsenz anwesend, die mit uns reden möchte? Sie können ganz gerne einen der Ghostballer aktivieren oder einen der Bewegungsmelder. Das würde uns sehr freuen. Davon können Sie auch Energie ziehen, wenn Sie Energie benötigen. Wir könnten ja mal hingehen, mal gucken, ob wir mit dem K2 Meter eventuell was erkennen können. Von wem? Keine Ahnung, von der Oma auf jeden Fall. Wer schreibt das? Habe ich Screenshot von. Der eine liegt dahinter. Treue. Treue. Stehen Sie gerade oben an der Tür. Wenn Sie oben an der Tür stehen, können Sie bitte oben den Ghostball aktivieren. Moment, Julia hat eine Aufnahme gemacht. Sind Sie der Luca? Hallo Luca, mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Luca ist ein schöner Name. Angst. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Wir kommen in Frieden. Ich bin der Florian. Wenn du der Luca bist, kannst du noch mal den Bewegungsmelder aktivieren. Oder einer der Ghostbälle. Also Leute, jetzt haben wir schon... Wie viele Namen hatten wir? Wir hatten Ben. Wir hatten Louis, Ben und Luca. Louis, Ben und Luca. Ja. Aufgeregt. Sind Sie aufgeregt, dass wir hier aufgelegt. Sind? Nee, aufgeregt. Aufgeregt? Dass er aufgeregt ist. Sie brauchen nicht aufgeregt zu sein. Ganz im Gegenteil, wir kommen in Frieden. Wir wollen nur mit Ihnen reden, mehr nicht. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Wir haben auch keine Angst vor Ihnen. Nur Respekt. Aber keine Angst. Was sollen wir suchen? Haben Sie sich versteckt? Sollen wir Sie suchen? Können Sie sich bemerkbar machen? 40. 40.
sind hier 40 Seelen anwesend. Oh, was meinen Sie mit 40? Wer gibt was vor? Ich denke mal, der General damals, der vorgegeben hat, was die Herrschaften hier zu tun hatten. Kann sein. Meinen Sie den General, dass er was vorgegeben hat, der hier ehemals vor Ort war? Können Sie mir eventuell den Namen von dem General nennen? Gesang. Haben Sie hier früher oft gesungen? Oder mit der Musik irgendwie dein Handy einfach anging beim Vorbereiten? Ja. So Leute, wir haben eben gerade, bevor wir hier angefangen haben, haben wir hier alles aufgebaut und dann im Hintergrund steht mein Auto. Und dann ging jetzt auf gleich ging das Radio an. Und da hat sich mein Handy mit dem Bluetooth verbunden, mit unserem Autoradio. Und im Hintergrund lief dann auf einmal Schlagermusik, die ich eigentlich gar nicht höre. Ich bin nicht so der Schlagertyp. Das hätte man aufnehmen sollen. Ja, aber wir waren schon. Da war schon krass, ey. Wir haben zuerst gedacht, hier wäre noch ein anderes Auto vor Ort. Ist hier jemand, der noch mit uns reden möchte? Sie brauchen keine Angst zu haben. Zweiundachtzig. Also hier fallen Zahlen, Leute. Wir hatten die 40, wir haben die 82, 36 kam gerade vor. Ich meine, 56 hatten wir schon. 1940 wurde das Gelände hier gebaut. Jünger. Ja, wir sind jünger als Sie. Ich bin 31 Jahre alt und meine Frau, die neben mir sitzt, ist 28. Es ist mir kalt. Ist Ihnen kalt in Ihrer Welt? Das war heftig. Der hat ganz flüssig gesprochen. Es ist mir kalt. Ein Fluch. Ist auf diesem Gelände ein Fluch? Könnten Sie uns verraten, welcher Fluch auf diesem Gelände ist? 41 kommt jetzt. Was? Warte mal. Warten Sie, please. Was ist das eigentlich für ein Ort, wenn ich fragen darf? Es ist ein ehemaliger Flughafen. Also ein Gebäude davon auf jeden Fall.
ich nochmal die Bewegungsmelder zeigen gehen? Nee, bleib mal hier sitzen. Moment, ist jetzt recht ruhig, Leute. Ja, so wie unser Farbsack gerade schon sagte, wenn ihr was sehen könnt, könnt ihr das ganz gerne in der Telegram-Gruppe hineinstellen. Die Telegram-Gruppe von uns ist dafür da, da werden wir uns über Lost Places unterhalten, über paranormale Erlebnisse, die man sich gegenseitig austauschen kann. Weil natürlich gibt es auch Leute dort draußen, die da nicht dran glauben, die sich darüber lustig machen. Aber wir als Team wollen euch dort draußen zeigen, dass ja nach dem, wie kann ich es am besten erklären, dass nach dem Tod auf jeden Fall noch was existiert. Das hier war mal, laut dem, was wir herausgefunden haben, da der Ghostball. Der Ghostball geht an, Leute. Sind Sie gerade am Ghostball? Das machen Sie echt super. Können Sie den Ghostball nochmal aktivieren? Irgendwelche Idioten, die mit Böllern rum sich schmeißen. Also nochmal zum Ort hier. Hier standen früher Flugzeuge drin. Ja, verrate jetzt nicht so viel, Julia. Nee, mache ich auch nicht. Ich nenne ja keinen Ort. Ja. Wird im Hintergrund 15. Sag mal leise. Wenn das Knallen lauter wird, brechen wir hier ab. Mir wär's lieber, wenn wir jetzt schon abbrechen. Nee, warte. Leute, im Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, hier wird irgendwie Böller gezündet oder eventuell auch Nachtjagd, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass hier auf dem Gelände hinter uns, das gehört auch noch zu dem Flugplatz mit dabei, dass hier Jäger vor Ort sind, die abends auf Yacht gehen. Strafe. Was meinen Sie mit Strafe? Jetzt im Moment ist es ruhig, ne? Ja. Na, vielleicht sind die wirklich hinten auf dem Gelände drauf. Dass die dort am Jagen sind. Hat er letztes Mal von der Feuerwehr gesagt. Ja, abwarten. Wenn die Schüsse lauter werden, dann hauen wir auf jeden Fall ab. Der zweite, der war lauter als der erste. Ja, die sehen ja hier das Licht und so. Der wird ja jetzt nicht in unsere Richtung schießen. Daumen. Daumen. Ist euch nicht kalt? Nein, wir sind warm angezogen. Also, uns ist es auf jeden Fall nicht kalt. So, Leute, wir haben auch gleich schon 10:30. Wir werden auch gleich abbrechen. Wir werden uns dann auch hier vor Ort verabschieden. Arbeit. Arbeit. Weil wir auch noch einen kleinen Weg vor uns haben bis nach Hause. Und mein Magen ist die ganze Zeit schon am Knurren. Ich mach aber mal so hier im Hintergrund, da hinten eine Taschenlampe an, damit man sieht, dass hier Leute sind.
Hasste ihn. Wen haben Sie gehasst? So, an euch Follower da draußen. Ihr könnt ganz gerne bei unseren Moderatoren, die gerade hier mit im Live sind, schreibt mal an die Moderatoren da draußen, schreibt mal alle ein rotes Herz rein. Nur die Modis. Nur die Modis, bitte. Damit die Follower wissen, worum es sich geht. Da haben wir den Farbs. Das ist ein Modi von uns, da könnt ihr ganz gerne das Plus klauen. Das kommt Natalie und die Gina. Natalie und Gina, da könnt ihr auch ganz gerne das Plus klauen. Das wäre ein Herzenswunsch von mir. Genau. Und da ist der Farbs wieder. Nochmal der Farbs. Nochmal der Farbs. Was für Sorgen haben Sie denn? Aggression. Was für Aggression hatten Sie denn? Aggression und Präsenz. Oh, wir haben jetzt auch aktuell keine Präsenz mehr. So Leute, wir werden hier auch jetzt gleich abbrechen. Weil ich habe so das Gefühl, als wäre im Hintergrund irgendjemand, keine Ahnung. Ja, ich fühle mich gerade richtig unwohl auch. Also, könnt ihr mal eben kurz bitte gucken gehen, wer im Hintergrund ist? Da, der Großball ist an. Oh, meine Kollegen, die gehen mal eben kurz gucken. Also, wie gesagt, der Großball geht wieder an, Leute. So, das ist kein. Ich kann auch mal ganz gerne mit der Taschenlampe da eben schnell hinleuchten. Ja. So, und der Ghostpower blinkt immer noch. Also, es ist keiner im Hintergrund, der sich dort irgendwie versteckt und die Ghostball irgendwie aktiviert. Also, davon haben wir als Team natürlich auch nichts, wenn wir irgendwie hingehen und das live irgendwie manipulieren oder irgendwie auf gut Deutsch gesagt faken. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich euch dort draußen zeigen, dass nach dem Tod auf jeden Fall noch was vorhanden ist. Oder 20. Sind sie 20 Jahre alt? Oh, 22 Uhr. Wo sind Sie? Können Sie sich noch mal bemerkbar machen? Was haben Sie gerade toll gemacht, wie Sie den Großball aktiviert haben? Können Sie das noch mal machen? Sie können auch ganz gerne einen anderen Großball aktivieren. Das würde uns sehr freuen, damit wir sehen können, wo Sie sind. Ich kann ja auch noch mal mit der SLS-Kamera in der Richtung gucken. Und danach werden wir auch langsam abbrechen. Aggressiv. Wir sind nicht aggressiv. Sind Sie aggressiv? Fühlen Sie sich angegriffen? Ghost Contact, auf gut Deutsch gesagt, faken wäre voll gut. Meine Mutter. Meine Mutter. Ja, aber wir faken hier nichts. Rein gar nichts. Nee. Also, das ist verschoben. Vor allen Dingen habe ich da nichts von, wenn ich das irgendwie. Ist verschoben. Du musst es einmal noch retten. Ja, mach doch mal eben. So, jetzt. Vor allen Dingen habe ich da nichts von, wenn ich irgendwie hingehe und den live fake oder so. Wir haben nichts von. Also, geben genug Leute, die paranormale Untersuchungen machen, die auch dementsprechend faken. Aber wir wollen euch dort draußen natürlich zeigen, dass nach dem Tod auf jeden Fall was existiert. Da war was.
Da ist wieder was, aber nur ganz kurz. Ich krieg das nur ganz kurz drauf. Unfall. So, gucken. Da ist die SLS-Kamera, Leute. Ja. Da. Lärm. Ja, es war hier eben Lärm. So, jetzt muss halt Bild sich mal eben kurz kalibrieren. Es ist wieder leicht verschwommen. Moment. Nee, ist immer noch. Moment, ich mach mich noch mal so. Jetzt. Guten Abend, Niki. Gibst du mir noch wieder mein Handy? Ja, warte, ich schau noch mal eben kurz. Hören Sie nicht. Hören Sie nicht. Dankeschön für die Rose. Können Sie uns nicht hören? Sollen wir deutlicher mit Ihnen sprechen? Sind Sie eventuell schwerhörig? Blutiges Blatt? Mhm. Blutiges Blatt, das höre ich auch das erste Mal. Was meinen Sie mit blutiges Blatt? Bitter. Ja, Blut ist in der Regel bitter. Damit hat er nicht gelogen. Haben Sie mit Ihrem eigenes Blut ein Blatt unterschrieben? Ja, ganz früher war das ja so der Fall gewesen. Mehrere. Haben Sie mehrere Blätter unterschrieben mit Ihrem eigenen Blut? Oder mehrere Leute. Das war ja ganz, 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 ganz früher ja so, dass man ja ein Abkommen mit Blut unterzeichnet hat, mit Blutsiegel. Blutsbrüderschaft, ja, gut möglich. Haben Sie mit Ihrem eigenen Blut eine Blutsbrüderschaft gemacht? Unterwegs. So, Leute, wir werden aber jetzt gleich auch abbrechen. Wir haben jetzt schon 22:30 Uhr. 40.000 Cars erreicht. 40.000 Cars. Dankeschön, Leute, dafür. Danke, danke, danke. Ja, komm, wir wollen aber nicht so sein. Bleiben wir noch circa 15 Minuten hier live vor Ort. 15 bis 20 Minuten. Ist ja auch jetzt wieder relativ. Im Hintergrund ist es jetzt auch was ruhiger geworden. Also. Ich gehe die mal fragen, ob die irgendwas gesehen haben. Julia geht mal eben kurz zum Auto, fragen, ob unsere Kollegen was gesehen haben. Und leider wollen unsere Herrschaften, die auch mit vor Ort sind, nicht gezeigt werden. Das muss ich natürlich auch respektieren. Nicht jeder möchte vor der Kamera. Auch arbeitstechnisch bedingt wollen die nicht im Live gezeigt werden. Ja. Wir respektieren das ja. Ja.
Also wenn ihr irgendwie im Hintergrund Schritte oder so was hört, kann es eventuell sein, dass die eben kurz auf Toilette gehen oder sich eine rauchen. Ist hier noch eine Präsenz anwesend, die mit uns reden möchte? Mein Name ist Florian und im Hintergrund ist Julia. Wenn Sie noch hier vor Ort sind. Heiß. Was war heiß? Das kann ich jetzt natürlich nicht im Live zeigen, ansonsten hätte ich euch das gezeigt. Julia hat sich gerade eine Zigarette angemacht und die Präsenz sagt heiß. Waren Sie gerade an Julias... Haben Sie getan. Waren Sie gerade an Julias Feuerzeug? Haben Sie sich dort verbrannt? Sie können Energie von unseren Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns, das verbiete ich. Und man kann deutlich sehen an meinem Akkustand, dass er Energie von meinem Handy zieht. Also ich bin hier hingekommen, ich habe mein Handy extra aufgeladen, ich hatte 100% Akku und ich habe jetzt nur noch, Moment, ich schaue mal, aktuell 44% noch. Bitter, schon wieder bitter. Was war denn bitter gewesen? Können Sie uns das verraten? Also Leute, wie Nathalie gerade schon schreibt, ich werde keine genaueren Angaben um den Ort machen. Ich kann nur so vieles sagen, dass hier ehemals ein Flugplatz war, wo wir uns gerade befinden, und dieses Gebäude hier gehörte ehemals dazu. Genau, und wurde leider bombardiert. Echos. Wollen Sie sich mit Echos bemerkbar machen? Gute Nacht, Christine. Ja, Leute, jetzt im Moment ist es recht ruhig, leider. Bis auf das paar Mal die Großpelle anging und paar Mal die Bewegungsmelder ausgelöst haben, ist des Weiteren nichts passiert. Ja, und halt der Schatten hier. Moment, ich kann den nochmal kurz zeigen. Da kann man irgendwie, ich bild mir doch nicht ein, da kann ich die ganze Zeit lang irgendwie so eine Art Kopf erkennen. Und hier unten auch. Da ist eindeutig ein Gesicht zu sehen, der Richtung Himmel schaut. Ich zeig dahin, Leute, und das Ghost Radio bricht ab. So, Leute, wir werden aber jetzt auch abbrechen. Ja. Weil es jetzt schon das dritte Mal, wo das Ghost Radio abbricht. Also, es wird hier eindeutig Energie gezogen von den Gerätschaften. Ja, kann ich hier auch zeigen. Ich habe jetzt eben gerade, habe ich gesagt, ich habe... Kann ich mit dem Ghost Radio Radio zeigen auch. Es war 100%, jetzt hat es 84. Das ist krass. Leute, ich hoffe, ihr könnt es respektieren. Wir brechen jetzt auf jeden Fall ab. Ja. Also, die Präsenz scheint Energie gezogen zu haben. Und bevor
uns auch noch was passiert. Das wollen wir natürlich nicht. Nee. Weil man sollte damit auch nicht spaßen. Nee. Und die Präsenz hat ja auch eben gerade im Live gesagt, vor ungefähr einer halben Stunde. Oder was heißt gesagt? Gesagt jetzt nicht, aber eindeutig klar gemacht hat, die ihre Ruhe haben möchte. Und das sollten wir als Team oder als paranormale Forscher, sag ich jetzt mal, auch respektieren, dass die Seelen auch mal ihre Ruhe haben wollen. Na gut, Leute, es war recht schön mit euch. Ich hoffe, euch hat das Live gefallen. Ich entschuldige mich auch für meine Aussprache. Ich bin ein bisschen erkältet und hatte auch heute nicht so wirklich einen guten Tag erwischt. Und die PU war auch, wie gesagt, war spontan. Das andere Mal werden wir wahrscheinlich auch wieder live kommen mit Fabs, Roger und eventuell auch mal mit ein paar anderen Teamkameraden von uns. Wo es genau hingeht, entscheiden wir spontan oder diesbezüglich werden wir danach auch wieder ankündigen. Ein paar Tage vorher. Nur halt, wie gesagt, heute war es halt eine spontane PU. Julia und Florian müssen Papa noch als Mutti machen. Oh, sorry. Oh, machen wir, kein Problem. Und aktuell ist unser Top-Supporter die Vollzeit-Mami. Das heißt, die Vollzeit-Mami kann gerne den Flo oder mich anschreiben. Dann bekommt die ein Großboy von uns geschenkt. Haben wir ja gesagt. Vollzeit-Mami, bist du noch da? Oh nee, jetzt ist es Almira. Moment. Wer denn jetzt? Almira ist gerade auf Platz 1. Auf jeden Fall, der Top-Supporter bekommt von uns einen Ghostboy geschenkt. Almira, wir werden dich privat anschreiben. Wegen deiner Adresse. Und wenn du einen Ghostboy haben möchtest, schreib ganz gerne 1 rein. Okay, danke. Ja. Nummer 1. Ja. Jawohl, dann werden wir ein Paket fertig machen für dich. Mhm. Und ja, wie gesagt, wir schreiben dich dann im Laufe der Tage an für deine Adresse. Ja. Na gut, Leute, wir werden uns jetzt mal hier langsam, aber sicher verabschieden. Genau. Wie gesagt, mein Magen knurrt, ich habe Hunger. Julia hat wahrscheinlich auch Hunger. Ja. Und ich hoffe, euch hat das Live gefallen heute. Auch wenn es jetzt nicht gerade so berauschend war. Also wir hätten auch mit mehr gerechnet. Nehmen wir mal die große Taschenlampe. Dann fange ich an, wir können zusammen zu räumen. Lass uns doch erst verabschieden und dann können wir aufräumen. Oder so. Ja, Leute. So, an euch Seelen dort draußen. Es war heute sehr schön mit euch hier im Live dabei zu sein. Hier live vor Ort dabei zu sein. Ihr habt es eindeutig gezeigt, dass es nach dem Tod auf jeden Fall noch was gibt. Ihr seid hingegangen, habt den Ghostball aktiviert, den Bewegungsmelder aktiviert. Julia hat danach den Bewegungsmelder auf Seite gelegt und danach war Ruhe. Damit kann man wahrscheinlich erkennen, dort draußen, dass nach dem Tod auf jeden Fall was existiert und dass es auch nicht gefaked ist. So, jetzt kommen wir langsam zum Abschied.
Ich, Florian, verabschiede mich hier live vor Ort. Dankeschön, dass ich hier sein durfte. Ihr bleibt bitte vor Ort. Ihr habt es hier recht schön. Ihr kommt nicht mit, das verbiete ich. Bis dahin, euer Flo. Ich bedanke mich auch, dass wir hier sein durften, dass wir mit euch reden durften. Ihr bleibt hier, hier ist euer Ort. Wir kommen wieder zu euch hier hin. Aber bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Du musst Rutscher schnell als Modi machen. Ja, mach ich gleich, oder? Da, Roger. Modi. Bestätige. So. Ist gemacht. So, Roger ist jetzt auch als Moderator drin. Oder genau. Den habe ich gerade als Moderator hinzugefügt. Auch bei Roger könnt ihr ganz gerne hingehen, Leute, und das Plus klauen. Genau. Das würde mich auch sehr freuen. Na gut, Leute, jetzt habe ich auch genug gequatscht für heute. Da ist der Roger. Da ist der Roger, da könnt ihr ganz gerne das Plus klauen. So, Leute, wie gesagt, wir kommen jetzt langsam zum Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, euer Flo. Schreibt eine 1 rein. Schreibt alle eine 1 rein, wenn der Stream abgelaufen ist. Eins, eins, eins. Ja. Da kommen alle laut die Einsen. Na gut, Leute. Schlaf gut, bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Wolltest du dich nicht auch verabschieden? Tschüss, Leute. Gute Nacht. Tschüss.